Damen und Herren, ich halte es für Gastespflicht, den Hausherrn danke zu feiern. Doch Redner, das bin ich nicht. Ich sag darum in aller Kürze, die bekanntlich immer die Kürze. Der Baron gab heute sein Bestes. Wir bringen ihm ein Dreifach hoch. Gebracht, so hat dies nicht nur mich als Hausherr, auch als Gesandten stolz gemacht. Des Festes ihre Stimmung ist nicht nur Amüsement allein. Sie sieht den Geburtstag des Fürsten dem patriotisch wir uns mein. Bin Landesvater der Procura, drum rührt mich patriotisch dies, denn ich bin also in Figura Ponte Metro in Paris. Als Landesvater der Procura, ich werde meinem allergnädigsten Fürsten und Herrn sofort eine Depesche schicken. Drahtlos, mein Freund. Ja. Danke, danke. Olga! Bitte! Du kokettierst! Ich muss mit Ihnen sprechen. Sie machen mich glücklich. Nicht jetzt, wenn wir allein sind. Was machen Sie da mit meinem Fett? Weil sie mir verbieten, es ihnen zu sagen, so schreibe ich: Ich liebe dich. Liebe Valenciennes! Du wünschest Liebe! Verzeih, wenn ich dich auf deine Hausfrauenpflichten aufmerksam mache. Ich möchte dich bitten, nachzusehen, ob nicht Frau Glavary schon gekommen ist. Ja, danke. Gern. Olga! Was? Du kokettierst? Die Glavary kommt? Ja. Ein diplomatischer Schachzug von mir. Die Witwe mit den 20 Millionen. 20 Millionen. 20 Millionen. 20 Millionen. Doll, die werde ich heiraten. 8 Tage nach der Hochzeit stirbt ihr alter Hofbankier. Siehst du, Brigitte, es gibt noch edle Männer. Meine Herrschaften, die Tanzpause ist vorüber. Was? Danke. Die werde ich heiraten. Herr de Saint-Brioche! Wie konnte? Sie beabsichtigen also, die Witwe zu heiraten? Ja, wenn sie mich nimmt. Na, mich nimmt sie bestimmt. Olga! Frau Glavary darf keinen Franzosen heiraten. Die 20 Millionen werde ich meinem Vaterland erhalten. Die Erbschaft muss Ponte Vetro zufallen. Es ist süß, fürs Vaterland zu erben. So kommen Sie. Es ist niemand hier. Sie sehen den glücklichsten Mann in mir. Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Ich möchte Ihnen ein Wort nur sagen. Wo still. Sie wissen, dass ich dies nicht kann. Sag ich doch nicht, Sie hören es doch. Nur einmal möchte ich es sagen noch. Ach, letzter Freund, warum sich zu quälen? Wenn dahin ein Ende. Ein Ende? Ich will Sie vermählen. Vermählen? Nie.
Frau, das weiß ich nun leider genau. Doch können Sie wirklich mir glauben, Sie predigen hier einen Tauben, erreich ich doch niemals mein Ziel. Ich kenne die Gefahren, ich muss sie ertragen, ich kann ihnen nimmer und nimmer entsagen. Ihr habt gewacht, ich hab gewacht, ich hab gewacht, sie verlegen sich vom Recht. Etwas gedacht, was Liebes macht, mir niemals lacht, denn Liebe ist das Licht. Wenn die Liebe spricht, gib acht, gib acht, so ist es nicht. Wer das nicht kennt, sich leicht verwirrt. Denn wahre Liebe wagt und liebt sich nicht. Sie bei dem Grafen? Verzeihung, Exzellenz. Graf Danilowitsch war nicht zu Hause. Im Club? Verzeihung, Exzellenz, Graf Danilowitsch war auch nicht im Club. Also bei seiner Geliebten. Hm? Verzeihung, Exzellenz, bei welcher? Bei welcher, bei welcher? Wären Sie doch zu allen gegangen. Ah, das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen. Es ist entsetzlich mit dem Grafen. Einmal in allen Ewigkeiten braucht man das Vaterland ihn und dann findet man ihn nicht. Oh, gefunden habe ich ihn schon. Wo? Im Restaurant Maxim, bei den Grisetten. Oh, Exzellenz, Weiber, Weiber, also allein wie die gebaut sind, ja? Wenn wir von den Fesseln mal... Haben Sie meinen Auftrag ausgerichtet? Wörtlich. Gut. Ich habe dem Gesandtschaftsattaché erklärt, er möge zum Gesandtschaftspalais kommen. Ja. Das Vaterland rufe ihn. Ja. Er antwortete schöne Grüße ans Vaterland, aber es ginge nicht. Ja, warum geht es nicht? Naja, er war sehr... Was? Ach, sehr beschwipst. Ach... Einmal braucht man ihn, dann ist er beschwipst. Er muss unserem Vaterland 20 Millionen verdienen. Verdienen? Ja. Na, das hat er noch nie getan. Diesmal wird er es. Ja. Was hat denn das zu bedeuten? Was hat denn das zu bedeuten? Die Klaveri ist angekommen. Ach, das ist die Klaveri. Ach, du! Das Herz, Margarete, und wie ein Heul, das Sinn, denn du
so Gnädigste haben ein wundervolles Organ. Es hat Metall. Ja, wie Gold. Oh, dürfte ich... Um Ihre Tanzordnung, bitte. Na, bitte. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich bin glücklich, Sie in meinem Haus begrüßen zu können. Ich rechne es mir zur hohen Ehre. Ach, bitte, bitte. Hier Ihre Tanzordnung. Ach, danke. Die werden Sie heiraten. Aber balancieren. Ich will es. Erlauben Sie, dass ich Ihnen Herrn Camille du Roussillon vorstelle, der um Ihre Tanzordnung bittet. Na ja, ich glaube, die Pause ist noch frei. Sie werden mit ihr nicht pausieren. Meine Herren, wissen Sie was? Kommen Sie morgen zu mir, ich gebe ein Fest. Die ganze pontevedrinische Kolonie in Paris ist eingeladen. Sie aber auch, meine Herren. Auch mein Gesandtschaftssekretär, unser lieber Graf Danilo. Danilo? Warum nicht? Nicht etwa nun, weil vielleicht ich meinte noch... Nein, nein, ich dachte nur, es könnte... Der Graf und ich, ja. Madame, darf ich Sie in die anderen Salons führen? Da war etwas. Bitte. Kommen Sie, Baron. Sie sind der Ungefährlichste. Also, die heirate ich. Ich? Auf! Die werden Sie heiraten. Aber Valenciennes. Geben Sie mir Ihr Wort. Also gut, ich werde Sie heiraten. Unterstellen Sie sich! Also Diego, ich bin da. Nur wo ist der Vaterland? Werden Sie noch nachmelden? Oh, Vaterland, du machst bei Tag. Mir schon genügend Mühe und Belag. Die Nacht braucht ihr dann die Plumpart. Doch meistenteils für sich privat. Um eins bin ich schon im Büro, doch bin ich gleich drauf anderswo, weil man den ganzen lieben Tag nicht immer im Büro sein mag. Erstatte ich beim Chef Bericht, so tue ich's meistens selber nicht. Ich selten spreche und selten ein Diplomat muss schweigsam sein. Die Akten häufen sich bei mir. Ha, ich finde, es gibt so viel Papier. Ich tauch die Feder selten ein und komm noch hin und hin hinein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne ruht und sich bei Nacht, was man so nennt, erholt. Wir waren ein Gespräch vertieft mit Frau Glavary. Hanna Glav? Hanna? Frau Glavary? Frau Glavary. Ist die hier? Die ist hier. So, so, na, macht nichts. Na, ich werde es dem Vaterland ausrichten. Negusch, Negusch, ja. Noch nicht melden, bitte. Hanna, mein Gott. Negusch, ich habe was im Kopf. Na nun, das wäre neu.
Diegos, ich habe was im Kopf, was nicht hineingehört. Ja, Champagner. Also, Diegos, ich habe 4 Nächte nicht mehr geschlafen. Ich bin völlig übermüdet. Ich muss mich ein bisschen niederlegen. Ja, da gibt's nur eins. Schlafen Sie? Ja, ja. Aber wo? Ich sehe keinen Schreibtisch. Hier ist ein wunderbares Ruheplätzchen. Ja. Na, wir schließen den Vorhang. Hoffentlich ist es nicht zu knapp. Also, dann lass mich bitte wir schlafen. Wir nehmen den Pardon. Komm, ich muss bitte schlafen. Ja. Und Sie können in aller Ruhe einschlafen. Also, Diegos, du bist wirklich ein goldiger Kerl. Ich weiß. Also, Diegos, lass mich schlafen. Ja, Servus. Herr Graf, ja, was ist denn? Wer war diese himmlische Person mit den goldblonden Locken und diesem formvollendeten, ich komme jetzt nicht darauf. Lolo. Lo, so, so. Also dieses Weib hat eine unheimliche Ausziehungskraft. Ja, ja, das hat sie. Ja. Also lass mich jetzt schlafen, endlich. Gut. Oh mein Gott. Lolo. Lolo. Suchen Sie doch meinen Spitzenfächer. Ich habe ihn verloren. Sie müssen ihn finden. Sie haben darauf geschrieben, ich liebe dich. Und ich bin eine anständige Frau. Und die Witwe werden Sie heiraten. Und jetzt suchen Sie den Fächer. Also gut, suchen wir. Pardon. Hilf mich, Donnerwetter! Ach, du bist Danilo! Aber denk ich mal 5 Minuten in diesem Hause schlafen. Wo soll ich denn noch suchen? Ein bisschen ausruhen. Oh, da schnarcht jemand. Wie lieb! Nimm mich, Hanna, weg dann noch einmal! Hanna! Oh, Verzeihung, Gospodina. Schnarchen Sie ruhig weiter. Ja, ja, ich bin schon ganz munter. Also, Ja? Also, Gospodina wohnen jetzt in Paris? Ja, ich will das Pariser Leben genießen, nachholen, was ich versäumt habe und vielleicht auch heiraten. Ach, schon wieder? Ich dachte, das tut man nur einmal. Wenn es auf Sie ankäme, dann tut man es keinmal, nicht wahr? Und wenn es auf mich angekommen wäre, dann wären Sie jetzt nicht die Witwe der seligen Herrn Glavary, sondern die Gattin des seligen Grafen Danilo. Aber Sie wissen, mein alter Oheim. Ihr alter Onkel hatte sehr aristokratische Ansichten. Oh, also, Gospodina haben sich nicht sehr viel aus mir gemacht und später doch geheiratet. Den alten reichen Hofbankier. Das nennt man Vererbungstheorie. Warum ich geheiratet habe, geht niemanden was an. Jetzt bin ich Witwe. Reiche Witwe, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt hätte Ihr Onkel wohl nichts mehr dagegen, ha? Gospodina, können wir glauben, dass wir Ihre Millionen, ha? Ein Mann wie der andere. Wenn einer mir jetzt sagt, ich liebe Sie, dann glaube ich ihm aufs Wort. Ja, er liebt Sie. Meine Millionen. Jawohl, und deshalb? Und deshalb? Und deshalb werde ich Ihnen nie sagen, ich liebe Sie. Nie? Nie. Also, Kriegserklärung? Kriegserklärung!
Freund, lassen Sie es. Ich bin ja verheiratet. Ach, wären Sie es doch mit mir. Oh, das wäre herrlich. Ja, was? Ein totes Zimmerlein. Wie süß. Im Abenddämmerschein. Gewiss. Mein Mädchen, Gott sei Dank. Da sage ich nicht nein. Was dann? Wir sitzen still bei Land. Ganz still. Und Hand in Hand in Hand. Warum? Ein Zauber hält uns süß gebannt. Das ist der Zauber der stillen Häuslichkeit. Die Welt geht draußen, so fern, so fern, so weit. Das ist der Zauber, der uns gefangen hält. Wir sind für uns allein die ganze Welt. Ja, wenn man es so recht betrachtet, wo findet man das Lebensglück? Dort, wo es im Leben Leben hast, dort, wo es im Stehen endlich hast. Ja, wenn man es so recht betrachtet, gibt's einen einzigen Zufluchtsort. Das ist das Haus, das ist das Heim, dort ist das Glück. Verzicht! Es muss ja leider sein. Ich sage nein und nein. Oh weh! Ein Luftschuss ist es nur. Ein Traum. Von Wahrheit keine Spur. Das kaum. Ein Luftschuss ist es leider nur. Das ist der Zauber der stillen Häuslichkeit. Die Welt liegt draußen, so fern, so fern, so weit. Das ist der Zauber. Wir sind für uns allein die ganze Welt. Gut, dass du kommst. Dieser Fächer hier. Oh, um Gottes Willen, mein Fächer. Auf diesem Fächer steht, ich liebe dich. So? Wem er wohl gehört. Olga, Olga. Exzellent. Ja? Dobrovici, Vangelin. Ich würde dich gerne selbst zur Gesellschaft zurückführen, aber leider. Und vielleicht kann ich ein bisschen aushelfen. Nein, danke, ich habe mit Ihnen zu sprechen, ja. Ach, lieber Herr von Rossillon. Bitte, reichen Sie doch meiner Frau den Arm, ja? Aber mit Vergnügen. Danke. Der Fächer ist gefunden. Gott sei Dank. Aber mein Mann hat ihn. Oh, verflucht. Sie müssen sofort heiraten. Also gut, heute noch. Heute? Das hat doch noch Zeit. Graf. Exzellenz. Nehmen wir Platz. Ja, Exzellenz. Wie lange sind Sie schon bei unserer Gesandtschaft? Exzellenz, viel zu lange. 4 Monate schon. Was haben Sie bisher getan? Nichts, Exzellenz. Ich habe kein Talent zum Arbeiten. Sie haben Liebschaften gehabt. Ja, wissen Exzellenz mir eine bessere Beschäftigung? Oh ja. Ja, aber keine angenehmere. Oh nein. Na siehst du, oh, pardon. Aber diese Liebschaften haben Sie so ziemlich ruiniert. Naja, so ein bisschen ziemlich sehr. Also Exzellenz haben überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld in der Hand einer Frau Platz hat. Besonders, wenn die Hand klein ist. Graf! Ja? Sie sind mein Mann. Also bitte keine Arbeit. Nein, ich verlange keine Arbeit von Ihnen, sondern ein Vergnügen. Ein Vergnügen? Oh. Sie sollen heiraten. Heiraten? Das ist doch kein Vergnügen. Das Vaterland verlangt es von Ihnen. Das Vaterland? Oh. Na.
Gut, also wen soll ich heiraten? 20 Millionen. 20 Millionen, also Liebesheirat. Und was für eine Null? Hängt da noch an den vielen Nullen? Keine Null. Frau Glavary. Frau Glavary? Ja. Niemals. Aber bedenken Sie, Frau Glavary wird dann einen Franzosen heiraten und unser geliebtes Vaterland verliert die 20 Millionen. Na gut, also wenn Sie weiter nichts verlangen, das kann ich verhindern. Ja, aber wie? Nur passen Sie auf. Ja. Ich werde einfach jeden, der sich Frau Glavary nähert, beiseite schaffen. Ja, ja, ja. Aber Sie müssen so auf sie einwirken, dass sie einen Ponte Vetrina heiratet. Ja, 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 ja. Am liebsten Sie. Nein, ausgeschlossen. Aber warum denn? Weil ich habe einen Grundsatz, verliebe dich oft, verlobe dich selten, aber heirate nie. Damenwahl! Ja. Damenwahl! Ah, und da kommt gerade die Witwe, ja? Exzellenz, ich werde beiseite schaffen. Ja, ja, das Vaterland wird es Ihnen lohnen. Ja, hoffentlich. Doch, wo kommt ihr bei Gelegenheit?
tanze nicht. Fertig und ein, der Tanz ist doch wohl mein. Oder der Tanze mein eigen, so darf mit ihm ich alles tun, was mir beliebt, nicht wahr? Wenn der Tanz, den mir die gnädige gewährt, ist wohl 10.000 Frauen wert. Mir gehört der Tanz, ich verlang dafür 10.000 Frauen zu wohltätigem Zweck. 10.000 Frauen, das ist unerhört. Für diesen Preis geb ich ihn weg. 10.000 Frauen, er ist verrückt. Sie geht, jetzt ist es mir geglückt. 10.000 Frauen, 10.000 Ratten, es ist zum Lachen. Sie aus dem Staub sich machen, zahlen wollen die Herren nie. Ein Griff ins Portemonnaie, ha, tut ihnen furchtbar weh. So sind die Herren heutzutage ein wirklich nobler Schlag. Den Angriff muss ich gleich parieren. Die 10.000 Frauen, die geben ich. Sind sie schon verliebt? Sie wünschten doch selbst. Und verstehen Sie sich? Letzte ging, sie sind befreit. Und jetzt, gnädige Frau, bin ich zum Tanz bereit. Und mein Mandat, Sie bitten doch mich. Oh, Sie haben den Blut.
Corbonina! Dieses Fest könnte nicht pontevedrinischer sein. Danke, Exzellenz. Ja. Aber heute werde ich auch noch pariserisch kommen. So. Speziell für den Graf Danilo. Wir haben ihn ein Grisettenkabarett hergezaubert. Ja. Ich habe gezaubert. Doch nicht mit echten Grisetten. Mit den echtesten. Lolo, Dodo, Juju. Mango, Klo, Klo, Fru, Fru. Die kennen Sie alle? Sehr intim. Das heißt, soweit mein Gehalt es mir erlaubt. Ah. Also, Exzellenz, ja? Heute nach dem Diner, Grisettenkabarett! Ja, sie interessiert sich für den Grafen. Mein Plan wird gelingen. Aber wo steckt er denn? Ja, er will nicht kommen. Er kommt nicht? Nein, er hat gesagt, keine 10 Ochsen brechen ihn hierher. Selbst wenn sogar Sie dabei sind, Exzellenz. Was? Hat er gesagt, hat er. Ah. Da ist er ja! Dobrovici, Vangeli, ja. Dobrovici! Exzellenz! Ja. Exzellenz! Ich habe inzwischen schon wieder ein paar beiseite geschafft. Ja, aber Sie wissen nicht, wer die größte Gefahr bildet? Nein. Herr von Rossillon? Camille, aber um Gottes Willen niemals. Wenn ich nur ein Punkterl wüsste, wo man ihn packen könnte. Ja, es gibt ein Punkterl, Exzellenz. So? Herr Rossillon ist nämlich blödsinnig verliebt. Aha. Verliebt? In eine Dame. Ja, was Sie nicht sagen. In eine verheiratete Dame. Ja, wer ist diese verheiratete Frau? Ja, diese verheiratete Frau ist... Ja, ja. Ja, das hat er mir nicht gesagt. Schade. Aber ich werde sie entdecken. Und habe ich sie entdeckt, so muss er sie heiraten. Heiraten? Ja, ja. Ja, ja. Aber bitte schön, was wird der Mann von dieser verheirateten Frau dazu sagen? Das ist gewiss ein alter Esel, den man betrügen kann. Ja, da hat er recht. Wo sehen Sie? Da kommt sie gerade mit Rossillon. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass sie einen gewissen Einfluss auf ihn hat. Ja, ja, einen ganz gewissen Einfluss. Negusch, sagen Sie meiner Frau, sie möge auf mich warten, ich habe mit ihr zu sprechen. Ja. Negusch. Aber ganz sowas ist Politiker. Sie müssen mir auch ein bisschen helfen. Ja, vielleicht natürlich. Für dieses auf die richtige Spur. Es steht darauf, ich liebe dich. Oi, oi, oi. Vielleicht, vielleicht. Ja. Schlau sein. Ja, Exzellenz, versuchen wir es mal mit schlau sein. Ich liebe... Moment, das ist ja Camilles Schrift. Richtig, er hat ja gestern einen Fächer gesucht. Graf! Gottfrudina? Sie weichen mir ja aus. Ja, Kriegslist. Aber ein Reitesmann greift an. Ja, ja, ich möchte ja gerne angreifen. So tun Sie es doch. Es geht nicht. Hayat Mede aufgeschaut und die Schmucken reite, nimmt es eine Wolke braut oder springt er weiter. Hayat Mede, lass ihn nicht an, als Mann der Tagen und im Mann vor dem Gesicht blitzt mit einem Augen.
armer Reitersmann. Wenn sie wüsste, wie gescheit ich bin. Aber zeigen kann ich es ihr nicht, das ist das Dumme. Exzellenz haben gesagt, schlau sein. Ich warne Sie, verzichten Sie auf die Witwe. Ich schlage eine gute Klinge. Ah, ich ist einen guten Schuss. Verzichten Sie. Die Herren wollen ein bisschen raufen, bitte nicht genieren. Ich war schon früher mit der Witwe. Ich habe den Feind. Herren, worüber beraten denn die Herren? Ach, über die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Darüber brauche ich Gott sei Dank nicht nachzudenken. Ja. In die Weiber! In die Weiber! Und behandeln! Für den Mann! Wenn er so die andere anlasst, dann gibt's keinen Fetzungsplan. Lass die Weiber! Lass die Weiber! Freund, Freund! Mal so wie, das hatte man noch nie erwähnt. Da gibt's keine Weber. Eine macht man Komplimente, so und so und so und so, und streichelt ohne, so und so und so und so. Da muss man imponieren, so und so und so und so. Man kann sie aus und kann sie tieren, so und so und so und so. Widerreden die mit Zärtlichkeiten, so und so und so und so. Die vierte, die wir zanken, streiten, so und so und so und so. Die fünfte, die nur tanzen, lachen, so und so und so und so. Dann wollen sie auch andere Sachen, so. Ich will dieses Männer verteufeln, doch hier bleiben diese Zeug, doch ein Zielen und Wein. Anders Wein, 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 Wein. Trinken Zahn, trinken Bart, blondes Haar, die Weiber, die dir treu sind, auch heute ein Haar. Ob sie schwarz oder rot oder blond sind, gefällt sie es egal, wann der Punkt wenigstens raten, ob ich den heiraten soll, den ich heiraten möchte.
Möchten? Sie möchten? Nur bitte heiraten Sie doch wen, wie, was, wo Sie wollen. Das tut mir doch nicht weh. Oh, da tut mir doch was weh. Dieser verfluchte Fächer. Sie sind ja eifersüchtig. Jawohl. Ja, aber bitte nicht auf Sie allein. Ich bin grundsätzlich eifersüchtig. Oh, Sie sind ja, ein... Ja, was? Na gut, dann kann ich es Ihnen mitteilen. Ich will einen Franzosen heiraten. Armes Vaterland, die Millionen sind futsch. Doch, bevor ich in die Ehe eintrete, möchte ich noch das Pariser Leben kennenlernen. Wo amüsiert man sich in Paris? Nun am besten auf dem Ball der pontevedrinischen Gesandtschaft. En colon la danse de notre patrie. Ach, das ist ja nichts. Na, also mir gefällt's auch nicht. Sehen Sie, da würde ich zu meinem Mann sagen, liebe Dan. Da? Dauberg. Oh. Deswegen bin ich nicht in Paris. Führ mich woanders hin. Er führt sie zu Maxim. Dort ist er sehr intim. Die Kapelle spielt einen süßen Ball. Exzellenz! Also getanzt hatte mit mir, aber gesagt hatte wieder kein Wort.
Ja. Ich werde es wissen. Ja, ja, so her. Ich habe nämlich meine Frau beauftragt, Herrn von Rossillon auszuspionieren. Ei, 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 ei. Was sind Sie? Da kommen Sie gerade. Wie kokett Sie mit ihm sprechen. Ist das eine kleine Diplomatin? Exzellenz! Ja. Ein Expressbrief. Aha. Vom Ministerium? Er ist chiffriert. Dechiffrieren Sie. Gregor, dechiffrieren. Bezug nehmend auf Ihr sehr geschwätztes... Was? Geschätztes? Geschätztes natürlich, ja. Ersucht Sie das Ministerium? Wie? Also, Negus, geben Sie mal her. Umgehend Drahtbericht wegen 20 Melonen. Millionen? Es handelt sich um die Glavari-Millionen. Ach so. Ja, ja. Ah ja, Melonen. Wissen Sie was, mein Herr? Kommen Sie Punkt 8 Loco in diesen Pavillon? Da sind wir ungestört. Da können wir die Depesche beraten und konzipieren. Ja. Die Exzellenz befehlen, Punkt 8 Uhr Loco. Ja. Sie spricht doch immer mit Rossillon. Ja. Jetzt kommen Sie hierher. Wir müssen gehen. Wir dürfen Sie nicht stören. Ja, Exzellenz, ja, besser. Exzellenz. Ach, Camille, das müssen Sie doch einsehen. Ich will aber nicht. Sie müssen. Dann geben Sie mir wenigstens ein Andenken. Ein Andenken? Ja. Gott sei Dank. Den gebe ich zum Andenken. Haben Sie etwas zum Schreiben? Ich bin eine anständige Frau. Mein Gott, jetzt habe ich es auch noch schriftlich. Valenciennes! Mein Freund Vernunft! Wie Sie mich quälen! Ich will, Sie müssen sich vermählen! Sie müssen heute noch mit Hanna sprechen! Gut, ich tu's, doch wird das Herz mir brechen! Ich für immer dich verlieren.
Pension, die Baronin im Pavillon, großer Gott. Negus? Und da kommt der Baron. Negus, ja. Es ist schon 8 Uhr. Der Graf noch nicht da? Nein, noch nicht. Ja, öffnen Sie den Pavillon. Wir müssen depeschieren. Warum gehen Sie denn nicht? Exzellenz, was? Bekommen Sie schon. Nein, oh. Exzellenz. Bitte. Es ist besetzt. Besetzt? Ja, es ist wer drin. Ja, wer ist drin? Ja, eine, ich weiß es nicht. Ah, vielleicht eine Dame? Eine Dame? Nein, ja. Das heißt doch, ja. Ah, ich ahne schon, wer bei dieser Dame ist. Ihr Graf. Aber nein. Herr Rossillon. Ja, Rossillon. Ja. Bravo, bravissimo, dann haben wir ja die verheiratete Frau, die er liebt. Das ist schrecklich. Ja, dann haben wir sie. Sie haben recht. Ja. Der Pavillon hat rückwärts eine Tür. Ja. Sperren Sie die rasch ab, ja? Ja, mit Vergnügen. Ja, natürlich. Erst herauslassen und dann andere hereinlassen und dann absperren. Exzellenz, ja. Ja, Exzellenz, ja. Die Dame Rossillons ist entdeckt. Hey, ja. Wer ist es denn? Ja, das weiß ich noch nicht. Wir wollen lauschen, ja. Ja. Ich höre, er spricht. Ja, hat er denn Zeit dazu? Na, scheinbar. Ja. Ja, und die Dame? Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Mein Gott, wo hat sie es denn? Da, wo sie es immer hat. Ach so. Sie steht mit dem Rücken zur Tür. Ja, lassen Sie mich aufmalen. Nein. Aber Exzellenz, ich möchte doch aufmalen. Ich wette, das ist die Frau des dummen Krummo. Ja. Jetzt dreht sie sich um. Ja, Exzellenz. 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 Nein. Schauen Sie nicht hinein. Exzellenz, wer war's? Meine Frau. Aber um Gottes Willen, Exzellenz, werden Sie sich geirrt haben. Oh nein. Nein? Also dann leiden Exzellenz fürs Vaterland. Ach, das Vaterland hat auch seine Grenzen. Ja. Aufgewacht! Aufgewacht! Ja. Weil ich bin blind, ich sag genau. Hanna und Camille, mein ganzer Geist steht still. Es wird die Sache etwas blau. Wo ist denn meine Frau? Ich bin stumm und starr. Was ist geschehen, so spricht doch klar. Hanna und Camille, so sei doch endlich still. Ich sah dort eine Dame kurz zuvor. Ich guckte schnell durchs Schlüsselloch. Das meint ihr heute nicht, sie wollen. Ich hörte laut, ich meinen Ohren nicht, wie dieser Herr da ihr Liebe schwor. Die Dame, die man geht. Ich hab geschworen, es war meine Frau. Mein lieber Dame, ich steh sie vor. Was ist das für Sorge? Und das tut man nein. Und war die Baron so indiskret, so lauschen und spielen man gespannt, was er mir sagen wird. Ja. Wie eine Rosenknospe im Maienlicht erblüht, so ist in meinem Herzen die Liebe aufgeglüht. Das war Thank you.
Der blieb aber verschlossen.
Er hatte dafür seinen Grund. Was hat die Prinzessin verdrossen? Warum er nicht auftat den Wind? Da hat nun die Dame Prinzessin getrieben ein grausames Spiel. Sie gab ihre Hand einem anderen. Und das war dem Prinzen zu viel. Du gnädige Dame Prinzessin, du tatest daran gar nicht recht. Du bist auch nicht besser als andere vom schwachen, koketten Geschlecht. Doch glaubst du, dass ich mich darauf kränke? Ha, ha! Da täuschest du dich. Im Traum ich nicht daran denke. Das sagte der Prinz. Und nicht ich. Und weiter, da sagte der Prinz noch. Da, nimm ihn. Der sei dir vergönnt. Drauf ist er von dannen gegangen. Und das tue ich auch. Kompliment.
Ja. Also, das ist eine Überraschung, Diego. Ja, die habe ich arrangiert. Ja? Ja, aber sag mal, wie ist Frau Glavari denn auf diese Idee gekommen? Sie sollen sich bei ihr heimisch fühlen. Das hat sie gesagt? Ja, und dass sie sich nur dann heimisch fühlen, wenn sie ein paar echte Grisetten herkommen lässt. Exzellenz. Ach so, na ja. Da wäre eine Depesche für Sie. So, schon wieder? Vom Ministerium. Herren, ich muss Sie zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen. Ja. Dechiffrieren Sie, Herr Legationssekretär. Ja, kommen Sie her. Also, wenn Glavari Millionen nicht gesichert, dann unvermeidlich Staatsbankrott. Oh. Staatsbankrott. Was mache ich jetzt? Ich mache einen Grisettenverleih auf. Man muss an Ihren Patriotismus appellieren. Wenn sie ein Herz fürs Vaterland hat, wird sie einen Landsmann heiraten. Ja, richtig. Richtig. Graf Danilowitsch, appellieren Sie. Ja, appellieren Sie. Ja, also gut, Exzellenz, ich werde appellieren. Ja. Aber das eine sage ich Ihnen. Ja. Wenn die Hanna den Rossillon heiratet, dann gehe ich ins Kloster. Hallo, Sie sind ein Patriot. Ins Nonnenkloster. Also bitte! Ja, abfahren! Gemma! Gospodina? Ja? Ich habe mit Ihnen sehr Wichtiges zu besprechen. Na bitte! Ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, es wird besser sein. Ich habe sowieso einen sehr schweren Stand. Also fein. Ich verbiete Ihnen, dass Sie den Rossillon heiraten. Weshalb? Deshalb. Also, dann gestatten Sie mir, dass ich Ihnen den Grund sage. Ja, bitte. Weil Sie mich lieben. Weil ich Sie liebe? Ja. Ha-ha! Lachen Sie nicht so blöd. Ich habe keinen anderen Lacher. Also, Sie verbieten es? Ja, ich und das Vaterland. Das Vaterland? Ihre 20 Millionen müssen im Lande bleiben. Ach, ich verstehe. Gut, ich heirate Herr Rossillon nicht. Nicht? Ja, aber das Rendezvous-Pavillon. Das war ja nicht ich, das war eine andere Dame. Eine andere Dame? Ja, eine verheiratete Dame. Darum? Eine andere Dame und darum bin ich grün und blau geworden, vor Gift und Galle. Ah, weil, nur für Vaterland. Sie? Ja, was? Sie sind? Ja, was bin ich? Sie sind ein... Was? Lippen schweigen, flüstern Geigen, Deutsch.
aber mich. Ausgezeichnet! Herr Felinowitsch, Sie sind ein Talent. Ja, ich hab's immer gewusst. Ja. Wie kann sich aber eine Dame so kompromittieren? Aber Frau Gavali ist überhaupt kein bisschen nichts kompromittiert. Sie ist nur für eine andere Dame eingesprungen. Ah, eine andere Dame? Ja, eine andere. Balancien! Unsere lustige Witwe heiratet Herrn von Rossio nicht! Ja. Er hat gar nicht mit ihr das Rendezvous gehabt. Ja. Sie hat sich vorgeschoben für eine andere. Aber für wen? Exzellenz! Ja. Dieser Fächer wurde in Pavillon gefunden. Mein Fächer. Ja, diesen Fächer hab ich doch Ihnen gegeben. Ja, ja. Ich hab ihn verloren. Im Pavillon? Und die Schrift meiner Frau? Leusch! Ich bin verloren. Sag sie unter die Zeit aus, wie es war. Es war so. Ja, aber es war in Wirklichkeit ganz anders. Ja, ja, Exzellenz, ist vollkommen richtig. Es war so. Ja, ja, aber es war eben doch ganz anders. Madame, ich lasse mich scheiden. Bin schon geschieden. Oh, gnädige Frau, ich bin frei, ledig geschieden. Ja, ja. Warum? Darum. Ich erlaube mir, im Namen unseres Vaterlandes, um Ihre Hand anzuhalten. Das ist aber ein starkes Stück. Ihr Antrag irrt mich, Exzellenz. Aber Sie erweisen Ihrem Vaterland keinen Dienst. Ich muss Ihnen nämlich sagen, dass ich im Falle einer Wiederverheiratung das ganze Vermögen verliere. Oh. Hanna, du hast kein Geld? Na, nichts. Hanna, ich liebe dich. Oder doch, ich liebe Sie. Ich liebe dich, ich liebe Sie, ich liebe dich! Endlich! Er nimmt Sie ohne Geld? Nicht so ganz. Im Testament meines Seligen steht, das Geld geht in den Besitz meines neuen Gatten über. Oh. Also, Hanna, ich hätte dich auch geheiratet, wenn du 40 Millionen gehabt hättest. Und Sie bleiben besser bei ihr. Raum. Ja, das ja aber dieser Fächer... Lies doch, was ich drauf geschrieben habe. Ich bin eine anständige Frau. Verzeiht, das habe ich nicht gewusst.